Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 2. Wir haben eben gerade gelernt, wie man schleicht. Wir haben eine Codex-Page gefunden und einer hat uns unser Hidden Blade gebracht. Wir haben mit Leonardo da Vinci ein bisschen gesprochen, haben für ihn eine Leiche durch die Gegend getragen und jetzt geht's auf zur nächsten Story-Mission. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Wir sollen zurück zu Paola. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. Sex. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Okay. Dann werden wir mal Uberto umbringen. Den Penner. Der uns einfach verraten hat, dem wir unsere Familie anvertraut haben, er dann einfach auf die Idee kam, uns zu verraten. So, dann werden wir hier jetzt mal aufräumen. Oder auch nicht. So, klettern wir erstmal auf das Gebäude rauf. Break his neck? Glaube ich eher nicht. Irgendwo hier ist auch wieder Geld. So. Also. Wer ist da? Ich habe niemanden gesehen. Ihr etwa? Ich nicht. So, Uberto. Wo ist Uberto? Isn't that dangerous? Wahrscheinlich. Hä? So, wo soll denn das sein? Ach, ich muss auf dem Dach warten. Dass er hier bei der Kathedrale was macht. Okay. Again with this, you have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now, we see how far your reach extends. Which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. Oh, starke Gegner. Die kriege ich natürlich noch nicht. Klar. Follow Uberto without being detected. Okay, enter a group to blend. Dann gucken wir doch mal, ob wir dem followen können. Immerhin haben wir das ja schön gelernt. Welch Zufall brauchen wir das jetzt auch in der nächsten Story-Mission? Welch Zufall? So ein Fuchs. Ja, das ist durchaus ja okay, dass du nur helfen willst. Aber momentan brauche ich deine Hilfe erstmal nicht. Okay, hier komme ich nicht rein. Aber da vorne gibt es Kurtisanen, die ich kaufen kann. Hiya. So. Und dann übernehmen wir die jetzt mal. Zwei müssten jetzt gleich weg rein. Good evening, Gonfaloniere. To you as well. I trust you're enjoying this. Indeed, and nice to see you. Hallo. So, oh, übertreibt doch ein bisschen, ha? Huh? Meine Güte. Der hackt den ja zu Kleinholz. Was geht mit dem ab? To save the ones you love.
Yes, I would. And I have. Okay. The Auditorio are not dead. I'm still here. Me! Ezio! Ezio Auditore! Was macht er denn? Man gibt doch nicht bekannt, wer man ist, wenn man jemanden umgebracht hat. Wie blöd ist der denn? Der hat doch irgendwie einen Dachschaden. Was gibt man da nicht bekannt? Darf ich den Turm hier eigentlich jetzt synchronisieren? Darf ich das? Während der Mission oder ist mir das verboten? Ah, jetzt wird er wieder angezeigt. Sehen mich gerade nicht. Weil das wäre mir schon wichtig, dass ich diesen Turm hier gerade noch mitnehme. Denn als nächstes müsste, glaube ich, die Flucht aus Firenze kommen. Und dann sind wir erstmal eine Zeit lang nicht mehr hier. Synchronize. Gut. Das geht also auch, wenn wir eigentlich fliehen sollen. Schön. Map updated. So. Es gilt auch als Fluch, als Flucht, wenn man einfach den Turm besteigt. Auch schön. So, 177 Meter müssen wir laufen. So, 9 von 73 Viewpoints. There, bravo. Warum freuen die sich eigentlich, dass ich hier gerade jemanden umgebracht habe? Irgendwas ist doch nicht normal bei denen. So, aber hier aus dem Ding komme ich so leicht nicht mehr raus. Also einmal außen rum. Me, Ezio Auditore da Firenze. Okay. Muss ich doch hier einmal hoch, sonst wird es ein bisschen zu lange, da den Weg da außen rum zu finden. Da auf. Hast du gleich. Ist ja kein alter Mann. Wie in Revelations. Na, so geht's auch. Nicht die feine Art, aber es geht. Immer noch 82 Meter, ja. Oh, da ist wieder irgendein Punkt, den sie bewachen. On him. Ich finde es cool, dass die sich an vielen Stellen einfach nicht wehren. Man die einfach niederstechen kann. So, die Stelle kennen wir auch noch. Aber ich muss den... Oh, ich muss den Vordereingang nehmen. Der Hintereingang geht nicht. Dann beklaue ich noch ein paar. Noch habe ich eh City Rage. Da ist es gerade mal egal. Oh, der Mönch hat aber ganz schön viel. Titten. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteregioni. That's good. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city for a better face. Klar. No doubt, the heralds also incite the public. Bribe them. And they'll speak of other things. Jetzt lernen wir auf jeden Fall das. You could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. Gut, dann lernen wir mal, wie wir unsere Sache wieder reinwaschen können. Also da vorne. I've added a program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. Okay, wie kann man denn was machen, was nicht in seinem Memory drin war? Naja. Sag, wie häufig muss ich die zwei denn noch umbringen? Die lernen es aber auch nicht, oder? Naja. So, Morde sollte man natürlich ja eigentlich nicht begehen. Ja.
auf. Kletter doch bitte einfach hoch, Ezio. Was macht er das denn gerade nicht? Jetzt. Gut, haben wir das doch mal ein bisschen reduziert. Und irgendwo hier ist dann auch nochmal was in die Richtung. Irgendwo. So, das ist der, der Leute anstachelt. Die kann man immer sofort umbringen. So. Authority minus 75%. You are now incognito. Speak. Heal now. Brauchen wir nicht. Aber Medizin können wir wieder eins kaufen. That's better for now. Sorg doch mal lieber dafür, dass du dich nicht sofort umbringen lässt. Ja, ich arbeite dran. So, die gehen jetzt natürlich nicht mehr sofort auf mich los. Das ist super. Ich kann mich wieder einigermaßen gut durch die Stadt bewegen. Cool wird es natürlich, wenn man bestimmte Abschnitte von der Stadt geschafft hat. Dann kann man sich in einer Gegend richtig gut bewegen. Ohne, dass es irgendwie was ausmacht. Aber da, komm, das, um Gottes Willen, das dauert noch 20 Stunden oder mehr. Yes. Madre? Ezio, where have you been? They wouldn't let us leave. And Mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. His father. And Federico. And Petruccio. Tot. Something's happened. What do you mean? No, it's impossible. Leider doch. No, 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 no. I did everything I could, Piccina. Listen, right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay focused. Do you understand? Ja, bleib mal focused. Hat er nur einen Vater verloren? Komm, passiert ständig. Good. Will you watch over mother for me? Then we are ready. Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Ja, das ist richtig. Gut, dann versuchen wir mal natürlich zu fliehen. Das ist ein sehr langer Weg. Aber ich glaube, den schaffen wir in der Folge noch. Stop and follow you. Können uns mehr oder weniger ja gut bewegen. Border. Hä? Throw money. Wie wirft man denn? Ach so. So, jetzt klauen wir natürlich das Geld auf. Das ist immer ganz praktisch. Ach, ich muss da drin Geld werfen, oder wie? Oder? Was muss ich hier machen? Ja. Gut, dass ich genug Geld gesammelt habe. Dass wir uns das erlauben können. So. Ich habe ja genug Geld gesammelt. So, hier kann ich nochmal Geld werfen. Ich habe noch ein Türmchen. Aber da habe ich jetzt natürlich kein Geld für. So. Das geht alles natürlich ein bisschen einfacher. So. Gut. Wir haben es geschafft. So, und jetzt hier nebenlang. How could this have happened to us? I don't know.
Wir wurden einfach verarscht. Jetzt kommen wir ins Umland. Will we ever be back? I don't know. So, ich brauche natürlich wieder mein Geld. Mein Schwert, nicht mein Geld. Mein Geld hatte ich die ganze Zeit. Das bringt mir jetzt erstmal nichts mehr. Stay close. What will happen to our house? I don't know. Were they given a proper burial? I don't know. Yes, they were. Na, immerhin. Das Wichtigste wurde geschafft. Sie wurden brav beerdigt. Da ist der Christ ja zufrieden. Scheiß drauf, dass sie tot sind. Hauptsache, die sind schön beerdigt worden. Memory synced. Sequence 2 complete. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir doch mal, womit es jetzt weitergeht. Ich glaube, es geht jetzt mit Desmond weiter. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass weiterhin Ezio am Start ist. Es ist nie so ganz klar, wann Desmond-Sachen erzwungen werden. Man kann sie auch von Hand auswählen, dass man jederzeit einen Animus verlassen kann. Und dann kann man mit den anderen reden. Das bringt aber ehrlich gesagt nur was für Achievements und Hintergrundinformationen, die nicht sonderlich wichtig sind, meiner Meinung nach. Weswegen ich das außer von den erzwungenen Momenten nicht machen werde, mich außerhalb des Animus aufzuhalten. Ja, lass mich doch mal laufen. So, ja, ich kann das nur annehmen. Warum man es dann nicht einfach gemacht hat, dass es automatisch angenommen wird, das weiß ich natürlich auch nicht. So. Buongiorno, Ezio. Na, der schon wieder. How could you leave a Firenze without saying a proper goodbye? Ezio. What do you want, Vieri? So many things. A larger palazzo, two new steeds, a prettier bride. Oh, and yes, your life. Na, dann bring ich dich halt um. My condolences for the loss of your father and brothers. What will happen now that there's no one left to help you? I have such wonderful things in store. Ah, Gott. I grow tired of this game. Finish him and do not spare the women. Oh. What sorcery is this? Not sorcery, boy. Skill. Show yourself. As you wish. Here, use this. Kill them! Kill them all! Gut, das ist unser Onkel. Er haut natürlich ab, die faule Sau. Weapon unlocked. So, und jetzt können wir natürlich auch gescheit kontern. Und werden das natürlich auch machen. Wenn es denn notwendig ist. Was es meistens ja nicht ist. Meistens geht ja einfach stures Draufhauen. Nur bei wirklich großen Gegnern muss man tatsächlich kontern. Aber bei den kleinen geht es meistens ohne. Noch einer da. Da hinten. Ah, hätten wir den auch weg. Sit down, so. You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario. It's a me, Mario. It's been too long, Nipote. Far too long. I heard what happened in Firenze. Terrible. Come, let's get you all away from here. Ja, das ist natürlich nicht verborgen geblieben. Gut, dann gucke ich gerade mal auf die Uhr, was die sagt. Die Uhr sagt, wir haben noch knappe 10 Minuten. Dann werde ich die nochmal nutzen, da vorne zu sprechen. Speak. Casa Dolce Casa. Jetzt sehen wir den Punkt, wo wir das meiste für Geld ausgeben können.
Enrico and Petruccio, too. They came for me. Do you know why? I have no answers, Uncle. Only a list of names taken from a man who wished me dead. I still can't believe they are gone. Don't worry. We will make sense of this. I wish I shared your optimism. Come on, keep pace. We're almost there. So, hier ist natürlich alles im Arsch. I thought Monteriggioni was an enemy of Firenze. For now. Next year it will be its friend, the year after its enemy again, and on and on. I cannot keep track, so I just stopped track. These are honest, hard-working people. Our shops may only carry simple goods, but they're well-made. There is a chapel here, too. De Prete seems a nice enough fellow, but I've never been much of a believer. Did you know the Villa Auditore is almost 200 years old? It was built by my great-grandfather, a strange man who carried all kinds of secrets. Keep your eyes open, and you might discover a few of them yourself. Yeah. With all the fighting that's been going on, this place has started to get a bit rough around the edges. I wish I could do something about it, but I just don't have the time or money to fix things up. Guess that's life, huh? Here we are, Casa Dolce Casa. So, what do you think? It's most impressive, Uncle. She's seen better days, I suppose. Believe me, I'd have her shining again if only I had the time. Das kriegen wir schon hin. Now that you have had the tour, Nipote, you should go and outfit yourself. My men in the market are expecting you. Return here when you're finished, and we'll begin. Begin? Begin what? I thought you'd come here to train. No, Uncle. I came here to escape Firenze. And I intend to take my family further still. But what about your father? He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Wait, he did not tell you? I have no idea what you're talking about. Macchieme Combini, Giovanni. Where to even begin? Go and fetch the gear in the market. It will give me time to think. Good. But that's that. We'll talk more later. Some spending money, should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. Good. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt, und zwar nicht zu wenig. So, aber erstmal tun wir das Türmchen hier besuchen, dass wir auch wirklich alles angezeigt bekommen im Ort. Ja, das ist Montigiori. Das können wir ausstatten. Das erfahren wir dann relativ bald. Aber, naja, es ist halt viel zu tun, wie ihr seht. Da kann man wirklich tausende Florentins unterbringen. Und hier hört man natürlich ganz deutlich das Problem des Spiels. Es wird ja ganz deutlich gesagt, Montigiori ist ein Feind von Firenze. Von Florenz. Also warum sollten sie Florentins, also die Währung von Florenz, akzeptieren? Naja. Graves. So, da gibt's nichts. Leather Graves. Gut, das gibt uns natürlich ein bisschen was. Small Weapons, a Dagger. Ammunition brauchen wir noch nicht. Armor gibt's nichts Neues. So, ein Mensch mit zusätzlichen Stofftaschen gibt's hier noch nicht. Ein Nähdienst. Buy Medicine. Ja. Habe ich ja schon. Das habe ich schon vorher gemacht. Prinzipiell lernt man es erst hier, dass man es kann. Gut. Ist geil, man gibt Geld aus und kriegt dann gleich wieder welches geschenkt. So, jetzt habe ich 5000 Florentins. Aber wenn man die ausgibt, ist ziemlich klar. Nämlich zum Ausbau. Da sieht man jetzt auch schon die Box, die eine. Oder was ist das? Genau, das sind die Codex-Pages. Die man schon gefunden hat.
Ja, da seht ihr ja, da sind alle offen. Hier ist Montegiori, da können wir noch nichts mitmachen. Hier ist das Geld, was Montegiori einbringt, was sehr, sehr viel im Laufe der Zeit ist. Also wirklich sehr, sehr viel. Da kann man dann sehr viel mitmachen. So, wo sind denn jetzt die Federn? Hammer Stand to Open Interface. Achso, da kann man bestimmte Sachen auswählen. Bestimmte Konfigurationen. Habe ich auch nie verwendet. Nie benötigt auch. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. Ja, ihr werdet hier noch eine Weile bleiben. Sehr, sehr lange. Gut, jetzt muss ich aber nach oben den Raum. Oder? Nö. Da ist er. To talk. Salute, Onkel. I did as you asked. And quickly too. Ben fatto. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. If not for me, for your mother and sister. Okay, kann ich mitleben. Optimo. Gut, die Mission nehmen wir zwar noch an, aber wir werden sie nicht mehr ausführen heute. Das gibt's dann erst in der nächsten Sequenz. So, abbrechen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, macht's gut, bis denne.